Moin, Puttwagen. Moin, Wille. Moin, Paul. Na, okay. Legt was an. Alles klar an Bord. Gute Wache. Danke, tschüss. Tschüss. Na, Puttwagen, alles klar? Alles klar. Puttwagen. Ja. Ist was? Nee, bloß. Ich mach mir Sorgen wegen meiner Schwester. Oje. Was hat sie denn? Mein Auto. Au! Sport. Der Amerikaner Jess Wickham verbesserte seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung von 5,42 Meter und 3 cm auf 5,45 Meter. Die 14-jährige Australierin Casey Pinkton schwamm über 100 Meter Delfin, einen inoffiziellen Weltrekord in 1,032 Sekunden. Und nun die Wetter aus dem Nordpol. Wo soll das bloß noch hinführen mit der Rekordmacherei? Die werden immer schneller und schneller und springen tun sie auch immer höher. Das muss doch irgendwann ein End haben. Ach, Mutti, davon verstehst du nichts. Na, der Nurmi ist doch zu seiner Zeit auch ganz schön schnell gelaufen. Bei der Geschwindigkeit hätten wir es doch lassen können. Opa. Da muss ich dem Jungen recht geben. Davon verstehst du wirklich nichts. Ihr zwei, wenn ihr nur gegen mich zusammenhalten könnt. Na, Opa, was ist? Bist du fertig? Na, ist es schon soweit? Na ja, wenn wir um 3 Uhr in der Stadt sein wollen, müssen wir langsam los. Wo wollt ihr denn hin? Weg. Sag doch mal. Dass immer die Kleinsten in der Familie am neugierigsten sein müssen. Na ja, das ausgerechnet ihr zwei zusammen in die Stadt fahrt. Lass uns doch auch mal zusammen in die Stadt fahren. Was wollt ihr denn da? Was besorgen. Opa, und du? Sonst würden wir nicht zusammen durchfahren. Kann ich nicht mitfahren? Nee. Was wollt ihr denn besorgen? Ein Auto kaufen. Ach, Opa, lass doch die Witze. Sag mal ehrlich. Der Junge ist neugierig. Da ist das Ende vom Weg. Na, tschüss so lange. Tschüss. Die zwei. Die hätten das einem ruhig sagen können. Bitte, du bist wirklich zu neugierig. Wenn die das nicht sagen wollen, dann werden sie schon einen Grund haben. Wenn man sich für was interessiert, dann heißt das gleich, man ist neugierig. Meinetwegen. Ich frage nie wieder was. Guten Tag. Guten Tag, Herr Harmsen. Ich möchte heute viel Geld abheben. Guten Tag, Frau Behrens. Und wie viele, Harmsen? Ja, was meinst du? Auf keinen Fall mehr als 3. Na schön. Also 3000 Mark, bitte. An der Kasse, bitte, Herr Harmsen. Ja, schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Behrens. Moment mal, Opa. Ja? Entschuldigen Sie, ich habe mal eine Frage. Ja, ich habe da heuer ein Gehaltskonto bei Ihrer Filiale St. Pauli. Und da wollte ich mal fragen, ich meine, wir wohnen doch jetzt schon eine Weile hier in Blankenese, nicht? Ja, da dachte ich, es wäre doch ganz praktisch. Ich meine... Geben Sie mir bitte mal Ihre Kontonummer. Ja, gerne. Dankeschön. Hier, bitte. Karl Harmsen. Mhm. Hamburg, Blankenese, Rutsch 1. 2900, 3000. Ja, stimmt genau. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Harmsen. Unterschreiben Sie bitte da. Ja, dankeschön. Danke. Das geht in Ordnung. Ja, dankeschön. Wiederschauen, Fräulein Behrens. Wiedersehen, Herr Harmsen. Na, Hans Kruger. Mhm. Hast Ihre Adresse? Nee, aber Sie meine. Telefonnummer. Aber Opa, ich habe ihr gesagt, dass sie mein Heuerkonto hierher holen soll. Das hast du ihr gesagt? Ja, was denn sonst? Doch, die Jugend von heute. Wenn ich 50 Jahre jünger werde, gehe ich heute Abend mit ihr auf den Zmutsch. Thank you.
Freunde. Hallo, Olaf. Charlie. Hager Hans. Fein, dass Sie uns helfen wollen. Wenn Olaf nichts von Maschinen versteht, wie sonst? Mhm. Ich habe schon gewartet. Ich habe gedacht, ich habe mich zu spät gekommen. Nee, nee. Wir sind zu spät. Wir haben uns zu entschuldigen. Der Dampf ist uns vor der Nase weggefahren. Was hat der Dampf mit deiner Nase gemacht? Och, das erkläre ich dir unterwegs. Och, nee, kick an. Tag, Willem. Lässt du dich auch mal wieder sehen? Tag, Trutchen. Na? Na? Oh, immer so, ne? Tag, mein Job. Ist denn nur eins prima, Willenbesitzer? Ja, ja, mach du dich mal mit lustig. Bier? Ja, ja. Wieso? Läuft was falsch? Ist das denn nicht alles so? Nee, nee, ist alles prima mit dem Haus. Bloß weißt du, auf die Dauer ist das ein großer Unterschied, ob du hier auf St. Pauli wohnst oder Blankenese. Fühlst dich nicht wohl bei den feinen Leuten? Nee, nee, das ist es nicht. Bloß so weit. Hier war es immer gleich zu Hause und du hast immer so einen weiten Weg. Och, ist auch immer ganz bequem im Dampfer darauf. Und erholsam ist das auch. Ja, dauert eine Stunde. Bis du mal in der S-Bahn bist. Tja, wer wohnt, muss leiden. Ne? Auch ein Clown? Nee, danke, lass mal, ist noch so früh. Was macht Opa? Oh, den geht's wieder prima. Der puzzelt den ganzen Tag an seinen Schiffen rum, du kennst das ja, nicht? Weißt du was? Du musst dir ein Auto kaufen. Auto? Ja. Na, dann ist das auch nicht so schlimm. Guckst eben über die Elbchaussee und bist schon zu Hause. Auto? Hm. Bloß so als Verkehrsmittel? Na, hör mal. Jeder hat heute ein Auto. Ja, das ist ja gerade. Was? Dass jeder eins hat. Ich kann ganz gut ohne. Ist aber doch bequemer. Na, und auch für die Kinder. Für die Kinder? Nun, pass mal auf, dann werde ich dir mal was sagen. Ich bin Zeit meines Lebens mit der Fähre gefahren und mit der Straßenbahn, bin immer hingekommen, wo ich wollte. Hab kein Auto gebraucht. Nun möchte ich doch mal wissen, wozu die Kinder eins brauchen. Noch ein Bier? Und außerdem habe ich da auch gar kein Geld für. Die Ventile machen klapp, klapp. Bitte? Die Ventile müssen angestellt werden. Auch ist der Kielriemen locker. Und die Zündlichter will ich lieber erst gar nicht betrachten. Zündlichter? Er meint die Zündkerzen. Ach so. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber der Wagen kommt gerade aus der Inspektion. Dann war der Herr Inspektor aber sehr unaufmerksam. Entschuldigen Sie, mein Herr. Wer kauft eigentlich den Wagen? Sie oder er? Bitte, sehen Sie mal hier. Was ist das? Na, was ist das? Rost. Herr Harmsen, der Auto ist das Geld gar nicht wert. Wir haben ihn für 2,8 in Zahlung genommen. Und für nichts können wir ja auch nicht arbeiten. Geben Sie ihm 2,5 und hat das Geschäft seines Lebens vermacht. 2,5? Lächerlich. Bereits für 2,8 ist der Wagen verschenkt. Was meinst du denn dazu? Tja, wenn Olaf meint, könnten Sie nicht noch ein bisschen nachlassen. Ich meine, wegen der Tür und dem Rost. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe bereits andere Interessenten für das Fahrzeug. Warum kaufen die Interessenten nichts von diesen Fahrzeugen? 2,75, mein letztes Wort. Hm. 2,6, aber ohne die Gebühren für die Zuschreibung. Also gut, aber ich setze dabei zu. Das soll ein Wort sein, junger Mann. Und wie ist das nun? Kann ich ihn gleich mitnehmen oder nicht? Tja, das dürfte wohl etwas zu spät werden. Die Zulassungsstelle hat bereits geschlossen. Es wird wohl Montag Nachmittag werden. Da kaufe ich für so viel Geld so ein teures Auto und dann kann ich das nicht mitnehmen. Tja, aber so ist es nun mal. Zugelassen werden muss es. Und eine Nummer muss es auch kriegen. Wichtig ist eine schwierige Nummer, die man polizeilicherseits schwer im Auge behalten kann. Och, das ist mir schiedegal. Kann ich ihn mitnehmen oder nicht? Ja, ich sagte bereits, das wird nicht gehen, aber wir können dir den Vertrag entziehen. Hey, dann wird da nichts von. Wenn ich ein Auto kaufe, dann will ich das auch gleich mitnehmen. Opa hat recht. Wir können nicht ohne Zulassung. Ach, wenn er das nicht kann, ist er ein schlechter Verkäufer. Das gibt auch noch anderwo solche Autos. Komm, wir gehen woanders hin. Vielleicht lässt er den Preis noch ein bisschen nach und wir können Also gut, ich will mal nicht so sein. Sie können übers Wochenende meine rote Nummer bekommen. Ah,
Blöde Nummer. Was ist das denn nun wieder? Ich hab gedacht, der Platz vor Wut. Das war ein riesiger Kerl. Aber wir haben Auto. Tja, gut gemacht, Olaf. Wo fährst du eigentlich hin? Tja, Opa, wo fahren wir eigentlich hin? Nach Hause? Bist du nicht recht bei Grosch? Jetzt fahren wir erstmal zu Trudi. Und dann wird das freudige Ereignis erstmal gefeiert. Oh ja. Das heißt, du nicht, Kurl. Du musst ja fahren. Was machst du denn hier? Oh. Das kann ich dich aber auch fragen, du. Tag, Jan. Das ist schon nett, dass du auch mal wieder reinguckst. So, da haben wir von dir gesprochen. Tag, Kuddel. Na, wie geht's dir denn? Tag, Trudi. Das ist mein Freund Olaf Torkelsen. Er fährt mit mir als zweiter Ingenieur. Tag, Herr. Olaf Torkelsen, guten Tag. Wie war das? Er ist aus Dänemark. Ach, dann sind Sie wohl Däne. Sag mal, sprichst du denn Dänisch? Nee. Tja, aber wenn er Däne ist, wie verstehst du ihn denn? Er spricht Deutsch. Tja. Das ist auch eine Möglichkeit, nicht tun. Sag mal, ihr Familie, wollt ihr euch nicht ans Stammtisch setzen? Immer alle so an Tresen. Nee, wir wollen ja hier nicht feiern. Oder? Meinst du, wir sind hier bloß angekommen, um mich abzuholen? Wir wollen auch einen Kleinen. Komm, setz dich mal hin. So, Tulip. Vier Kleine und vier Kurze. Ja. Moment, Opa. Ach so, also drei Kurze. Vier Kleine und drei Kurze. Was macht ihr eigentlich alle in der Stadt? Bloß mal so? Nee. Wir haben was besorgt. Ich hätte gerne mal eine ganz bestimmte Angelegenheit, die bescheidene Meinung von den Herren gehört. Ey, pass mal auf. Wenn die in Bonn sagen, dass sie uns nun von... Nun lachen wir das aber. Schwer ab, mein Junge, und belästige nicht meine Gäste. Rudi, würde ich mich nie unterstellen zu wagen. Die Herren haben mich höflich zum Sitzen aufgefordert. So, du schießt in den Wind, du hast genug für heute. Rudi, ich hätte nie von dir gedacht. Ich bin menschlich sehr enttäuscht von dir. Sehr enttäuscht. Menschlich. Sehr. Oh, danke, danke. Na, du, trinkst du keinen? Nee, er darf keinen. Darf keinen? Er muss noch fahren. Was muss er? Fahren. Fahren? Was musst du denn fahren? Auto. Was denn? Du musst Auto fahren? Sag mal, kannst du mir nicht mal verklaren, wovon du überhaupt sprichst? Du bist doch sonst nicht so dummerhaftig. Er muss noch Auto fahren und kann darum keinen Schnaps trinken. Was denn für ein Auto? Unser Auto. Mein Auto. Ich verstehe kein Wort. Kurl, Herr Torkelsen und ich, wir haben ein Auto gekauft. Wenn du das sehen willst, das steht vor der Tür. Was habt ihr? Wozu brauchst du denn ein Auto? Wer hat denn das bezahlt? Was hat denn das gekostet? Wie kommst du denn überhaupt darauf? Du fragst ein bisschen viel auf einmal. Ich hab mir gedacht, weil es doch so weit ist nach Blankenese, da könnten wir ganz gut einen gebrauchen. Und da habt ihr einfach... Volkswagen. Gebraucht. Aber in einem sehr guten Zustand. Und du hast das bezahlt? Natürlich. Von meinem Sparbuch. Du kannst mit deinem Geld ja anfangen, was du willst. Das geht mich ja nichts an. Aber gerade jetzt, der Umzug und das Renovieren, das alles. Ich hätte mich ja mal fragen können. Ich hätte dir gesagt, was ich davon halte. Das wusste ich. Willst du es dir nicht wenigstens mal angucken? Nee. Er sieht das ja gleich, wenn wir nach Hause fahren. Mit dem Auto? Nee. Ich fahre mit dem Dampfer. Wilhelm, ich verstehe dich gar nicht. Verstehst mich nicht? Was denn da zu verstehen? Sind wir Millionäre geworden oder was? Um ein kleines Auto zu kaufen, braucht man doch nicht gleich Millionär zu sein. Oder noch ein gebrauchtes. Was brauchen wir ein gebrauchtes Auto, wo wir schon das gebrauchte Haus am Hals haben? Reparaturen und das alles. Sind wir noch gar nicht von ab? Och, ist ja schon fast bezahlt. Ja, fast. Och, und ich hab ja auch immer noch mein Sparbuch, ne?
Und wenn mal was passiert und wir brauchen plötzlich mal was? Wilhelm, was soll denn passieren? Ich habe meine Pension. Du verdienst, Kuddel verdient. Also, Opa, es ist ganz gut, wenn man ein bisschen was auf der Kante hat, ne? Ach, haben wir doch. Wer soll denn mit dem Auto fahren? Du vielleicht? Was, ich? Nee, ich hab ja keinen Führerschein. Ich bin bloß Fahrzeughalter. Aber du hast einen Führerschein, Kuddel hat einen Führerschein. Bei mir ist das so lange her, ich kann das gar nicht mehr richtig. Oh, das wird schon kommen. Soll's mal sehen. Um die Zeit, die man spart, soll's mal sehen. Bei dem Verkehr heutzutage, da bist du im Auto auch nicht schneller. Meinst du? Guck mal, wer das steht. Na, guck mal an. Da bist du Scholle, was? Ach, na nun, was machst du denn hier? Tja. Mit dem Auto geht doch ein bisschen schneller, ne? Nee, ich meine, was machst du hier auf dem Bullen? Oh, ich dachte, du wolltest vielleicht auch ein bisschen fahren. Treppen rauf. Oh, du kannst doch oben rumfahren. Und dann gehen wir runter. Runter ist doch besser als rauf, nicht? Guck mal, Vati, unser Auto. Na, wie findest du es denn? Du brauchst das Auto eben. Hm? Vati? Komm, fahr mal. Ich? Hm? Hm. Nun mal los. Komm. Du stell dich nicht so an. Was sagst du nun? Ich fahr noch mal weg. Was, willst du mal wegfahren? Na, ich, nur mal kurz. Du kannst wohl nicht genug kriegen vom Spazierenfahren, ich was? Will gar nicht spazieren fahren. Ich, Nee. Er muss für mich noch meinen Tabak holen. Bitte. Danke, Opa. Und wenn du denn genug hast von Spazierenfahren... Opa, ich will wirklich nicht spazieren. Dann kannst du mir wirklich 2 Pakete Tabak mitbringen. Marinegold, aber kein Feinschnitt. Ich will doch noch mal zur Bank. Ach so. Na ja, ein bisschen Taschengeld holen. Was, ist dein Konto denn schon umgeschrieben? Nee, aber man kriegt auch sowas. Ja, der viel Glück hat. Und grüß von mir. Opa, ist das wahr? Hast du wirklich ein Auto gekauft? Ja, da fährt Karl gerade weg damit. Das ist richtig gemein von euch. Erst nichts sagen. Nur hätte er mich auch ruhig mitnehmen können. Oh, Fiete, er will doch bloß noch mal... Direkt gemein ist das von euch. Guten Abend, Fräulein Behrens. Guten Abend, Herr Harmsen. Ich war heute Morgen schon mal hier. Ja, ich weiß. Ich wollte mal fragen, ob ich 100 Mark kriegen könnte. Ich brauche ein bisschen Taschengeld. Das lässt sich sicher machen. Geben Sie mir doch mal Ihre Kontonummer in St. Pauli. Ja, 66578. Und Ihr Vorname, Herr Harmsen? Karl. Einen Moment, bitte. Mhm. Behrens. Ich habe hier einen Kassencheck für Kontonummer 66578, Karl Harmsen, über 100 Mark. Ist das in Ordnung? Ja, ich warte. Danke. Und Ihr Name, bitte? Dankeschön. Unterschreiben Sie bitte da. Ach, da habe ich noch eine Frage. Haben Sie heute Abend schon was vor? Ich meine, wir könnten vielleicht eine Scholle essen gehen auf dem Sülberg oder ins Kino gehen. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Schade. Morgen vielleicht? Oh, morgen bin ich gar nicht in Hamburg. Und übermorgen habe ich keine Zeit, dann muss ich wieder raus. Bitte schön. Naja, dann hat es für mich keinen Sinn, denn da brauche ich das nicht. Wir können ja mal einen schönen Ausflug machen. Wir alle? Ja, wie viel gehen denn da rein? 5, glaube ich. Aber den muss man schon ein bisschen drängeln. Ich fahr sowieso nicht mit. Du nicht? Wieso nicht? Keine Lust.
Und vorhin warst du noch fünf, weil Karl dich nicht mitgenommen hat. Vorhin ja, aber nun nicht mehr. Volkswagen ist mir sowieso zu popelig. Und wenn er dir zu popelig ist, wahrscheinlich nicht. Tag. Ja, guten Tag. Komm, lass mich mal dahin. Du denkst, weil du jetzt Auto fahren willst. Hol die Schnut. Hast du meinen Tabak, Karl? Oh, entschuldige, Opa. Die habe ich völlig vergessen. Ich denke, du wolltest bloß wegen den Tabak losfahren. Hamsen, wie kommen Sie denn auf Ulla? Hier spricht Fiete. Ja, der ist da. Augenblick mal. Für dich, Vati. Wer ist es denn? Herr Krüger. Ja, Hamsen? Da, Herr Krüger. Nun sag bloß. Na, wann denn? Morgen? Na ja, wenn das sein muss. Aber wie komme ich denn da hin? Na gut, wir werden sehen. Geht klar, Herr Krüger. Tschüss so lang. Das hat mir gerade noch gefehlt. Nun muss ich morgen nach Cuxhaven die Schicht übernehmen. Irgend so einen blöden Kran an der Düne von Helgoland rumschwappen. Was hat denn der? Ach, gar nichts hat der. Der arbeitet an der Uferbefestigung. Nee, nee. Ich meine, warum du in die Schicht musst? Ach, Hermann ist krank geworden. Du, Wilhelm, dann wär's doch am vernünftigsten, wenn du mit dem Wagen nach Cuxhaven fährst. Nee, Anna. So eine lange Strecke, das ist mir für einen Anfang bisschen weit. Nachher lässt dich halt vom Karl hinfahren. Hm? Mach ich, Vati. Gerne. Warum nicht? Na, du hast doch bestimmt was Besseres vor. Oder fährst du so gerne Auto? Tja, doch. Ach ja, Mann zu. Lass uns mal morgen nach Cuxhaven fahren. Jetzt guck dir mal unseren Lütten an. Auf einmal will er doch. Wie ist er mit dir, Anna? Könntest du nicht mit nach Cuxhaven? Ja, Ulla ist sowieso bei Doris. Eingekauft habe ich fürs Wochenende. Müsste ich bloß für Opa hier bleiben. Opa, wenn du mit nach Cuxhaven kommst, kann ich auch mit nach Cuxhaven. Gar keine schlechte Idee, mein Dirn. Ich komm mit nach Cuxhaven. Ich war schon so lange nicht in Cuxhaven. Na gut, dann fahren wir morgen alle nach Cuxhaven. So, mein Lieben, nun macht ihr mal einen schönen Tag, ne? Guckt euch mal in Cuxhaven ein bisschen um. Machen wir. Vielen Dank, Anna, für die Begleitung. Wieso? Mir hat's doch Spaß gemacht. Vati, darf ich nicht mal mitfahren? Ich war noch nie auf dem Schlepper. Du? Na, für eine Hochseefahrt musst du noch ein bisschen größer werden, ne? Kuddel, pass auf unser neues Auto auf. Wenn Karl müde wird, fahr ich. Ach, Ordnung. Ist ja gar keine Frage. Gib mir vor, bitte. Gute Fahrt, Papa. Tschüss, Wilhelm. Tschüss. Na, Fiete? Guck mal, was da liegt. Was denn, Opa? Na, die Wappen von Hamburg. Och, die. Ist das nichts? Ist das keine Idee? Na, Opa, was hast du denn für eine Idee? Oh, ich wollte schon immer mal einen Kluback besuchen. Wer ist denn das? Mit dem bin ich zur See gefahren und der hat sich auf Helgoland zur Ruhe gesetzt. Meinst du, wir sollten jetzt nach Helgoland fahren? Ja, warum denn nicht? Wo wir doch schon mal hier sind, nicht? Oh ja, Mutti, Mann zu, lass uns nach Helgoland fahren, bitte. Von mir aus? Warum nicht? Ja, dann komm mal gleich los. Also, dann viel Spaß, ja? Fahr halt mit, Karl. Nee, Mutti, sei mir nicht böse. Lock mir an Land. Was soll ich in Helgoland? Du hast auch nichts für die christliche Seefahrt über. Nur wenn ich dafür bezahlt werde. Aber macht euch mal keine Gedanken. Ich vertreibe mir hier schon die Zeit, bis ihr zurück seid. Kommt doch schon. Ja. Tschüss, also, Karl. Tschüss. Bis später. Tschüss. Ja, tschüss.
Achtung, und jetzt möchten wir auch unter den Cuxhaven neu hinzugekommenen Gäste begrüßen und heißen Sie herzlich willkommen an Bord unserer Wappen von Hamburg. Auch Ihnen für die heutige Helgolandfahrt viel Vergnügen. Du, Opa, guck mal, hier sind Liegestühle. Nehmen wir uns doch einen. Oh ja, komm. So. Bitte, stell dir doch auch einen auf. Nee, ich mach nicht sitzen. Ich gehe lieber ein bisschen gucken. Oh, du bist ja dumm. So. Na, was ist denn das? Ach, Opa, du musst das zuerst. Ach, guck das mal. Geht doch nicht, mein Dern. Guck mal hier. Ja, so. Ach so, ja. So. Ja. Ach, ist das schön. Na, Fräulein, so alleine? Eine Seefahrt, die ist lustig, ne? Lustig, dass ich nicht lache. Auf diesem langweiligen Dampfer ist doch überhaupt nichts los. Finden Sie nicht auch, Fräulein? Sie sind hier überflüssig. Sie will allein sein. So jung und schon so allein. Ist was? Was denn? Wollen Sie was? Ich würde mich ganz gerne mit der Dame unterhalten. Wir sind nämlich verabredet. Ach so. Na dann, viel Spaß. Viel Spaß. Danke. Danke. Guten Tag, Herr Harmsen. Guten Tag, Frau Behrens. Was wollten die denn von Ihnen? Ach, nichts. Die haben nur ein bisschen angegeben. Ich wäre die auch allein losgeworden. Davon bin ich überzeugt. Wie kommen Sie denn hierher? Och, eigentlich ganz zufällig. Fahren Sie nach Helgoland? Wohin denn sonst? Ganz allein? So jung und schon so allein, was? Ich wollte mit einer Freundin fahren, aber die ist nicht gekommen. Die hat bestimmt verschlafen. Bestimmt. Du, Anna. Hm? Ich gehe mir mal ein bisschen die Beine vertreten. Ja, tu das. Wo ist denn eigentlich Fiete? Ich weiß nicht. Vorhin hat er da noch gestanden. Ich gehe ihn mal suchen. Ah, ja. Was spielst du? Pieck ist da. Da bist du ja. Oh. Komm, Pieck, wir wollen uns das Schiff noch ein bisschen angucken. Pieck, du kommst raus. Guck dir das an. Ist das nicht eine Schande? Ja, sind auf See und spielen Skat. Kannst du das zu genießen? Ach, ja. Dürfen wir mal durch? Bitte. Nun kommen Sie. Ja, der Kapitän, der ist auch in Sorge, ne? Er weiß nicht, ob er genügend Schwimmwesten an Bord hat. Von die Rettungsboote? Na, das ist man sowas. Wann warst du denn oben beim Kapitän? Vorhin, ja. Das sieht nach einem Orkan aus. Orkan? Windstärke 10 bis 12. Und der in all die vielen Landratten an Bord. Komm schnell. Ja. So ein Teufel. Guck mal, wer da steht. Wo? Da oben. Kuddel. Ja. Ich denk. Komm mal mit. Sie sind doch Seemann, nicht? Ja. Und dann machen Sie eine Vergnügungsfahrt? Sie können wohl auch nicht genug kriegen, was? Nein, ich muss unbedingt auf Helgoland jemanden besuchen. Ach nee, guck mal an. Wen haben wir denn da? Kuddel, was machst du denn hier? Darf ich vorstellen, das ist mein Großvater Herr Harmsen, Fräulein Behrens und das ist mein kleiner Bruder Guten Fiete. Guten Tag. Wir kennen uns ja schon von der Bank her, nicht? Also Sie, Sie sind auch auf dem Schiff? Wir haben uns zufällig hier getroffen. So, zufällig? Was das nicht alles gibt? Kuddel, ich dachte, du wolltest nicht mit uns. Ich habe doch gesagt, ich muss unbedingt den Dings da besuchen. Den Dings? Welchen Dings? Naja, du weißt doch schon, den Clou... Ach, Clufund. Ja, ja, genau den meine ich. Aber der ist doch schon lange nicht mehr auf der Insel, das weißt du doch. Der ist doch nach Polyponesien gegangen. Opa, du irrst dich. Das war sein Bruder. Ach, sein Bruder. Mhm. So, was wolltest du denn von ihm? Von wem? Na, von dem Dings, dem Clou... Kluback, Hein Kluback. Richtig, Kluback. Was wolltest du von ihm? Was ich von ihm wollte? Das frage ich doch schon die ganze Zeit. Der hat ein wunderbares Mittel, wie man lästige Familienmitglieder los wird. Weiß deine Mutter, dass du an Bord bist? Nö, aber das können wir ja jetzt sagen. Ne? Ja, dann lass uns mal hingehen. Kommen Sie mit, Frau Behrens. Ja. Anna, schläfst du? Mm-mm. Ist was? Ja, da ist einer, der wollte dir, glaube ich, guten Tag sagen. Karl, was machst du denn hier? Er ich musste gedacht, unbedingt den Dings besuchen. Wie heißt er noch? Nun sei doch schon still, Opa. Mutti, entschuldige, das ist Fräulein Behrens. Wir haben uns zufällig hier getroffen. Tag, Fräulein Behrens. Wie geht's denn? Danke. Fräulein Behrens ist eine alte Bekannte von mir. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Wir auch, Karl. Ach, und ihr habt euch ganz zufällig hier getroffen? Ja. Ja. Ach, entschuldige, Mutti, ich... Lasst euch nicht stören. Na, ich wollte dir sagen, dass...
dass wir wollen schwimmen gehen. Jetzt? Das wäre natürlich lustig, aber man kommt so schwer wieder an Bord, nicht? Nein, wir meinten das Schwimmbad auf Helgoland. Oh, das wäre mir zu kalt. Na, das ist doch geheizt. Ach so, ja, natürlich. Na, wir sehen uns ja dann auf der Rückfahrt. Danke, Mutti. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Mutti, da ist Helgoland. Oh, ja. Gäste, und nun geben wir Ihnen einige wichtige Hinweise. Vor uns sehen Sie Helgoland und rechts davon die Düne. In etwa 15 Minuten geht das Wappen von Hamburg auf der Reede von Helgoland zueinander. Von dort erfolgt die Ausbootung mit den Helgoländer Fischerbooten. Und zwar von beiden unteren Treppenhäusern aus. Wir weisen darauf hin, dass Helgoland Zollausland ist. In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, die zur Mitnahme zollfrei erlaubten Höchstmengen nicht zu überschreiten, da Sie sonst eventuell Schwierigkeiten mit der Zollbehörde haben können. Ah, oh, geht schon. So, fass an, Jung. Komm mal an. Darf ich weg, bitte? Da ist noch Platz. Hoppla. Kommen Sie. Kommen Sie. Lass mich doch mal hin. Ist das ein Wetter, was? Mhm. Schön geworden. Fide, da oben, da wo kein Klug war. Jo, ich komm mal. So, komm mal, komm. Du Mutti, da drüben ist die Düne, da muss Vati irgendwo sein. Was da drüben? Ach, ich dachte, das wäre eine Insel. Ja, wie kommen wir denn jetzt dahin? Na, mit den Dünenbooten da drüben. Die gehen regelmäßig. Ach so, ja, dann nix wie hin. Tschüss, ihr wollt ja sowieso ins Schwimmbad. Tschüss, Mutti. Tschüss, Opa. Tschüss, mein Herr. Tschüss, du. Ich geh zu einem Klubak. Da habe ich meine Ruhe. Ja, komm, bitte. Also, viel Spaß bei dem, beim Dings da. Klubak. Wiedersehen. Tschüss. Oh, entschuldigen Sie, ich war unaufmerksam. Darf ich Ihre Tasche nehmen? Hein! Hein Kluberg! Altes Haus! Ja, pssst! Meine Gudrun ist weggelaufen. Gudrunlein, Gudrunlein. Ja, Schan, komm, hilf mir. Gut, dass du da bist. Du, der Vati wird staunen, wenn der uns hier sieht. Sag mal, bitte, weißt du, was das für merkwürdige Steine sind? Das sind keine Steine, Mutti, das sind, wie heißen die Dinger noch schnell? Die sind zur Uferbefestigung. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von den Dingern. Ich gehe mal schnell rüber und sag Vati Bescheid, dass wir hier sind. Was? Bist du verrückt? Da kommst du ja nie hin. Lass doch den Quatsch, Fiete, wir können uns doch ein Boot nehmen. Nö. Gib Obacht, Fiete, die Steine sind glitschig. Ach, was? Was ist denn? Hast dir wehgetan? Was ist denn? Mein Bein. Ich hab meinen Fuß eingeklemmt. Kommst nicht mehr los. Nee. Verdammter Shit. Ich helf dir. Warte, ich komm. Nee, Mutti, lass mal. Ich komm schon alleine wieder los. Jesus, na. Um Gottes Willen. Komm her, Fiete. Au! Das schaffen wir nicht alleine. Bleib mal ganz ruhig, Fiete. Ich fahre rüber zu Vati und hol ihn her. Der bringt dich bestimmt hier raus. Bleib mal ganz ruhig, Fiete, ganz ruhig. Sie können es mir ruhig sagen. War es eine Freundin, die Sie versetzt hat? Sie sagen ja auch nicht immer die Wahrheit. Wieso? Na, und die Geschichte mit dem Clou Dingsbums da, den Sie unbedingt besuchen mussten? Gut, Gudrun.
Gudrun, komm! Bleib still, Gudrun! Ich komme ja! Gudrun! Heißt sie? Ja, ja, Gudrun! Gudrun! So schön, Gudrunchen! Entschuldigen Sie bitte, wie könnte ich denn am schnellsten zu dem Schlepper darüber kommen? Da ist mein Mann drauf. Es ist ein Unfall passiert, wissen Sie? Ich fahre Sie mit meinem Boot rüber. Ach, da wäre ich Ihnen dankbar. Schön ruhiger Job hier, ne? In Hamburg ist mehr los. Das kannst du wohl sagen, Mann. Joanna, was machst du denn hier? Wir wollten dich überraschen. Das ist ja nett, komm mal rauf. Nein, du musst ganz schnell mitkommen. Was ist denn los? Peter hat sich den Fuß angeklemmt. Was ist denn Mut? Der den Steine, der kommt nicht mehr los. Putzmann, komm mit. Jo. Ich komm gleich wieder. Junge, ich komm schon. Komm, Vati, komm. Komm schnell, Vati, komm. Na Junge, wie hast denn das gemacht? Na komm mal her, komm. Jetzt, ho. Au! Na komm nochmal. Junge, wir holen dich hier wir schon haben raus. Wir haben auflaufendes Wasser, Willem. Das weiß ich doch, Mann. Vati, die Flut. Wenn nur die Flut kommt. Ach. Kran! Der Kran müsste her. Idiot, wie soll der hier rankommen? Du lass mal, Junge, ich weiß schon, was ich mache. Was ist denn, Willem? Ich hole den Schlepper, bleib du hier. Bitte, bleib ganz ruhig. Vati macht das schon. Zurück zum Schlepper. Dafür haben wir immer Wasser um uns. Wein doch nicht, Fiete. Bitte wein doch nicht. Die holen dich bestimmt hier raus. Vati lässt dich doch nicht im Stich. Da schau, da kommt er schon. Na, du machst ja tolle Sachen, du. Aber keine Angst, mein Junge. In 10 Minuten haben wir dich hier raus. Ach, schau! Willem!
bis 4 ist richtig Steuerbord. Sonst verkantet sich der Tetrapode. Siehst du, Mutti? So heißen die Dinger. Ach, Fiete. So, Fiete, komm mal her. Langsam anziehen! Das Wasser steigt! Los, anziehen! Na denn, los. Langsam anziehen! Ja! Gudrun. Na, wie war es denn? Was habt ihr denn gemacht den ganzen Tag? Oh, wir haben Vati ein bisschen bei der Arbeit zugeguckt. Kommt, jetzt wird's Zeit. Sonst fährt unser Schiff doch noch weg. Was hat der Junge denn? Das erzählen wir dir dann später. Wiedersehen. Na, dann tschüss ein. Halt dich fruchtig. Tschüss dann. Tschüss.